Sie ist nicht nur im Verein verwurzelt, sondern auch darüber hinaus in ihrem Dorf. Und man darf sagen, sie ist die gute Seele. Sie ist die gute Seele der Kleinschwimmhalle in Lembeck. Liebe Rita Gedecke, komm bitte auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreissport des Stadtsportverbandes. So I feel was wir damit verbinden dürfen, und wir sind froh, dass wir solche Menschen wie dich haben. Und nun, lieber Professor Dr. Sick, sind Sie dran mit der Laudatio auf unsere Ehrenpreisträgerin des Jahres 2019, und zwar des Stadtsportverbandes, Rita Gedecke. Ja, und an unserer Vereinsgründung schlossen sich dann die Verhandlungen mit der Stadt Dorsten zur Übernahme des Schwimmbades in Lembeck in die private Trägerschaft des Vereins an, damals noch mit Bürgermeister Dr. Zahn. Diese Verhandlungen waren erfolgreich. Es kam am 15. März 1997 zum Vertragsabschluss. Und seither wird das Bad vom Verein ehrenamtlich erfolgreich betrieben, nicht zuletzt dank deiner großen Initiative und Mithilfe. Dank deines initiativen Engagements, liebe Rita, verfügen wir heute für unser Schwimmbad in Lembeck über einen Vertrag mit der Stadt Dorsten bis zum Jahr 2036. Die späteren Verhandlungen fanden dann mit den Bürgermeistern Lüttgenhorst und Stockhoff statt. Überwältigt und kann auch eigentlich nicht so gut reden. Ja, und meine Gedanken gehen einfach dahin, an die jüngeren Leute, denen zu sagen, macht einfach. Ihr werdet immer Menschen dann treffen, so wie Herrn Dr. Rick, die auch machen. Und dann wird es für viele leichter werden. Und eins möchte ich euch noch sagen, ich habe hier gerade losgezogen und Oma, der ich fünfmal bin, hat einen E-Roller gewonnen. Yeah.